Moin moin und herzlich willkommen bei Brickbärts Bausteine Besprechungen. Heute, eigentlich hätte man mich gar nicht gesehen, aber ich habe es nochmal weggeschoben, schwimmt ein Geisterschiff ins Bild. Und das gucken wir uns nochmal genau an. Und los geht es. Ja, es geht um Mold King, es geht um die Flying Dutchman, ein riesiges Geisterschiff, das Mold King da rausgebracht hat mit der Nummer 13138. Das sind 3653 Klemmbausteine und wenn ich richtig informiert bin, kann man die hierzulande kaufen. Da bekommt man dann auch diese schöne Box für ungefähr 150 Euro. Ich habe dieses Set gebraucht, erworben und habe dementsprechend einen anderen Preis, einen etwas günstigeren Preis bezahlt. Und es gibt es meines Wissens auch, wenn man in im asiatischen Online-Markt beheimatet ist, wenn man sich dort auskennt, auch für weniger Geld. Und man muss sich das jetzt aber einfach mal überlegen. 3653 Teile, 150 Euro, das ist wirklich schon ein völlig akzeptabler Preis. Also das ist nicht sehr viel, zumal man einiges bekommt. Wir gucken uns als erstes mal diese Mold King Box an, eine super wertige Box. Einmal das Schiff so ein bisschen zur Seite. Bitte um Verzeihung, damit diese Box auch einfach weg ist. Ne? Eine super wertige Box. Sehr, sehr stabil das Ganze. Stabil. Auch eine Rückseite. Da sieht man so ein paar Details. Hier hinten, das gefällt mir besonders gut. Und ja, ist wirklich ein stabiles Ding. Das ist schon klasse. Alle nötigen Fakten ja drauf. Und wir bekommen eine relativ starke Anleitung. Das ist ja bei den ganzen Bluebricks, was ich so vorstelle, mal was Schönes, dass man hier auch mal eine Anleitung vorliegen hat. Mold King liefert eine Anleitung mit fast 200 Seiten. Man baut so ungefähr 380 Schritte lang und hat dieses Monstrum dann hergestellt. Und ja, man sieht auch, der Druck ist sehr, sehr gut. Also da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Alles gut sehen, alles gut lesen. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, es kommt auf die Lichtverhältnisse an, Dark Brown und Reddish Brown zu unterscheiden, wobei ich finde, dass sie es eigentlich gut hinkriegen, dass Reddish Brown eben deutlich heller dargestellt wird. Und auch bei Mold King finde ich es überhaupt nicht schwierig nachzuvollziehen, welche Steine jetzt eigentlich wohin gehören, zumal man hier immer diese Angabe hat, die Steine braucht man in dem folgenden Bauschritt und das, was dann gebaut wird, wird, wenn man so möchte, rot umrandet. Und das kann man dann ganz gut sehen. Rot ist vielleicht nicht die beste Farbe für dieses eher dunkle und auch rötlich-braun, schimmernde Braun. Da könnte man vielleicht sich vorstellen, dass eine andere Farbe, weiß oder was auch immer, besser passen würde. Aber warum soll man darüber schimpfen? Es funktioniert ja, es tut seinen Zweck. Also Anleitung kann auch vom Tisch. Und ja, 3653? Ja, schon wieder vergessen. Plus steht dahinter. Vielleicht sind es ein paar mehr, vielleicht sind es ein paar weniger. Ich glaube, es zählt keiner, sondern man verlässt sich dann auf diese Angabe, die auch da steht. Und jetzt kommen wir zunächst einmal zu einer sehr betrüblichen Mitteilung. Während die Dutchman hier so ganz langsam ins Bild schwimmt. Ich hatte schon mal ein Video gemacht und das ist schon ein Weilchen her und es ist leider so gewesen, dass ich vergessen habe, den Mikrofonstecker in die Aufnahme im Buchse zu stecken und dadurch war der Ton ein Raumton und das klang unmöglich. Und ich habe noch gehofft, lade ich es jetzt so hoch, aber dann hat Brickbert gedacht, Brickbert ist auch Qualitätsbert und deswegen machen wir es nicht und wir machen es nochmal. Oh, ein Mast. Und ja, deswegen mache ich es jetzt nochmal. Es ist anstrengend gewesen, ein Video zu diesem Set zu machen und deswegen hat es ein bisschen gedauert jetzt, bis ich einen neuen Anlauf wagte. Alle Kabel sind arretiert, sogar das Stromkabel ist am Aufnahmegerät, sodass gar nichts schief gehen dürfte eigentlich. Und ich hoffe, dass ich jetzt diesmal dann eben dieses Video auch machen kann. So, jetzt schauen wir uns zuerst dieses Riesending mal an. Es handelt sich um ein Geisterschiff. Das sieht man auch schon an den Segeln. Flying Dutchman heißt es. Und ja, ist natürlich bekannt aus der Flucht der Karibik-Reihe. Frage ist immer so ein bisschen, gibt es da eine Lizenz? Ich denke ja immer ja, wenn es dann auch auf dem deutschen Markt verkauft werden kann. Andererseits ist Flying Dutchman, also der fliegende Holländer, ja nichts, was sich dann die Produktionsfirma von Fluch der Karibik, also von dieser Filmreihe, auch hat patentieren lassen, wo der Name geschützt ist. Der fliegende Holländer ist ja auch eine Oper von Richard Wagner. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Unsinn. Ansonsten unbedingt
klaren Kommentar setzen. Ich kenne mich mit Oper nicht so gut aus. Das ist nicht so mein musikalisches Metier. Das eine oder andere kenne ich. Ja, ich weiß auch, wer die erste Oper geschrieben hat. Sowas muss man dann auch wissen in meiner Profession. Aber ich glaube, genau, Wagner, der fliegende Holländer, habe ich noch nie gehört, muss ich gestehen. Kenne nur den Namen. Und ja, insofern ist es wahrscheinlich auch in Ordnung, dass man dieses Schiff dann in dieser Form rausbringt. Man sieht hier unten, ich erzähle vielleicht mal weniger über irgendwelche Opern als vielmehr über dieses Klemmbaustein-Set, in Schwarz und Pearl Gold einen sehr stabil gearbeiteten Ständer, auf dem dieses Schiff steht. Das wirkt natürlich insofern wertig, als dass man es dann displaymäßig ausstellen kann. Und ja, das ist schon eine ganz gute Sache, weil einem das Schiff dann auch nicht dauernd aus der Hand klötert. Das Ding ist relativ schwer. Es sind sehr viele Teile. Es ist an vielen Stellen ziemlich filigran. Was man tatsächlich sagen muss, was ich eben schon sagte, und ich betone das jetzt mal, habe gerade überlegt, wie heißt das Wort, es ist ein Displaymodell. Also es ist nichts, womit ich jetzt gut spielen kann. Das hat sehr unterschiedliche Gründe. Ein Grund ist, dass es keine Teile gibt, die man so ohne weiteres abnimmt, wo man dann sagt, da ist Innenleben. Also man kann Figuren hier vielfältig, wenn man das möchte, auf dem Deck ausstellen. Es gab ja von Lego die auch lizenzierte Fluch der Karibik-Set-Reihe, und wer da vielleicht Figuren hat, auch vielleicht von der Besatzung der dort angesiedelten, also der dort interpretierten, wie auch immer man das sagen möchte, Flying Dutchman, Davy Jones als Kapitän, der kann die natürlich hier draufstellen. Das passt auch sicherlich ganz gut, aber ansonsten ist es eigentlich kein Spielset. Und das liegt, wie gesagt, vor allem an nicht vorhandenen Modulen, die man so ohne weiteres herausnehmen kann. An der Tatsache, dass hier ein Displayständer ist, den man erstmal abnehmen müsste, ist, glaube ich, nicht so schwer. Ich traue es mich jetzt zu diesem Zeitpunkt des Videos aber nicht, sonst fällt nachher was auseinander. Und weil es eben viele filigrane Teile gibt, die sehr oft abgehen. Und ich bin überhaupt erstaunt, dass mir jetzt noch nichts abgefallen ist. Das sind dann auch Bereiche, wo ich mich so ein ganz bisschen auch geärgert habe bei diesem Set. Mal zum Ersten. Wo ist mein Robert? Hier ist er. Der Robert, den ich nicht so oft benutze, kommt aber jetzt hier mal zum Einsatz, weil ich einfach nur die Dimension mal verdeutlichen möchte. Ich meine, du siehst mich, ne, dass, ich sitze hier und das Schiff ist im Endeffekt höher als ich. Und das sind hier oben bei der Fahne 58 cm in der Höhe. Und wenn man hier wirklich von vorne, von der Spitze des Buges ausgeht, bis ganz hinten, ist man bei 79 cm. Also das ist schon richtig massiv. Stehen tut das Schiff, jetzt will ich aber keinen Unsinn erzählen. Ja, genau, stehen tut das Schiff auf so einer Art Formplatten, die dann zwar sehr gut kaschiert werden durch die Aufbauten, aber sozusagen die Grundlage, und das macht auch die Stabilität dann des Rumpfes aus, besteht eben aus Formplatten. So ein großes Schiff, das muss natürlich, wenn es in die Höhe wächst, einfach eine stabile Basis haben, sonst würde das ja alles kaputt klötern. Jetzt schiebe ich es mal so hin, um einfach so eine Seitenansicht deshalb zu erzeugen, um vielleicht mal so ein bisschen über Grundlegendes zu sprechen. Erstmal die Farbgebung, die fällt ja besonders auf. Reddish Brown, Dark Brown, Dark Orange, Sand Green und Dark Green sind die dominierenden Farben. Und das mischt sich super zusammen, sieht total klasse aus. Hier oben haben wir ein paar andere Farben bei den Skeletten. Dark Green Skelett ist auch in Ordnung, wenn das Schiff eigentlich am Grund des Meeres liegt und das Skelett Spahn ansetzt. Nicht Jens Spahn, sondern Grün Spahn. Aber hier sind die eben weiß. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Dann haben, übrigens schreibt man Grün Spahn auch ohne H. Dann haben wir die Segel, die natürlich wunderbar zerflattert sind. Also im Real Life könnte dieses Ding überhaupt nicht sich bewegen, könnte überhaupt nicht fahren. Aber das stört uns als Fans von fantastischen Geisterschiffen natürlich überhaupt nicht. Wir haben überall Seegras an den Rändern. Wir haben Planken, die im Endeffekt Moos angesetzt haben oder Algen oder was auch immer. Moos, gibt es eigentlich Seemoos, Meermoos? Keine Ahnung, ich bin kein Biologe, bin ich manchmal, aber kein Biologe. Und das ist wunderbar, dass diese Teils, die man dort am Rande sieht,
ja, also hier an dieser Stelle, dass die dann teilweise eben nicht nur reddish-brown sind, sondern eben in unterschiedlichen Farben auch daherkommen. Und dann hängt an vielen Stellen auch Seegras runter. Das sind super Teile, die man auch anders benutzen kann. Das finde ich richtig klasse. Auch wenn man hier die Aufbauten anschaut, die unterschiedlichen Farben, wenn hier im Endeffekt die Reling dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht mehr reddish brown oder dark brown ist, also das Holz sozusagen einfach grün angesetzt hat durch die viele Zeit, die das Schiff im Endeffekt ja nicht gepflegt, nicht gewartet, wo das Holz nicht abgeschliffen wird und so weiter. Das ist richtig schick. Was ist noch besonders schick? Natürlich sieht man erste Reihe richtig viele Kanonen. Und das hier sind diese grünen Kanonen. Jetzt muss ich an die richtige Stelle fühlen. Diese hier. Diese Kanonen in grün, in dark green, also mit einem grünen Kanonenrohr gehalten, die man auch kennt von Lego, die es schon in den 80er Jahren gab, wo man sich immer gefreut hat, wenn ein, zwei Kanonen in so einem Piratenschiff dabei gewesen sind oder eben vier bei den größeren. Hier sind es, ich muss mal 10, 2, 4, 6, 8, 9, 18 Kanonen, also auf dieser Seite sind genauso viele, die Seiten sind bauähnlich, weichen nur in den Farben voneinander ab und so ein bisschen, weil da so ein bisschen anderes Gras rumhängt. Und das ist natürlich super. Die funktionieren auch. Also wenn man da diese 1x1er Round Bricks reintut, kann man die auch wegschießen. Darüber hinaus gibt es die, an diversen Stellen, sogar hier teilweise in dritter Reihe, kleine Kanonen, die aus diesen 1x1 Bricks Round zusammengebaut werden. In einer, wie ich finde, sehr schönen Art und Weise. Es sind dann so kleinere Kanonen, die aussehen wie kleine Kanonen. Also wie kleinere Kanonen. Brick Build und dementsprechend auch nicht funktional, aber überhaupt nicht wild. Und das Ganze hat einen ziemlich organischen, gut passenden Look, wie ich finde. Dass da oben eben nicht noch eine ganze Reihe Kanonen mit großen Kanonen ist, sondern eben eine kleinere Kanonenreihe. Auch auf Deck stehen noch, also die stehen im Endeffekt, wenn man so möchte, auf Deck, außer jetzt an dieser Stelle, wo so ein bisschen vertieft ist. Hier wiederum dann auf Deck, hier auch quasi auf Deck, wobei hier dann noch ein Laufsteg drüber ist. Aber das soll mal zählen. Dann haben wir wunderbar verschiedene Ebenen. Ja, wir haben hier eine tiefere Ebene, hier geht es zwei Treppen hoch, hier haben wir die Laufstege, dann haben wir hier eine höhere Ebene, die ist auch gefliest, zwei Treppen parallel am Mast hier vor dem Steuerrad vorbei. Das Steuerrad funktioniert nicht, das ist ein bisschen komisch, dass man dann hier die Reling hingesetzt hat oder dieses Geländer, so heißt das, ja, Geländer, sodass das Steuerrad eben eingerastet ist. Alles halb so wild, aber das hier ist der Bereich des Steuermanns und da hinten auch des Kapitäns. So, apropos hinten. Wir sehen hier, da hinten, kann ich das so hochnehmen, zwei Balkone. Wunderbar, begehbar von außen. Von innen, da sind auch Türen tatsächlich verbaut, aber ehrlich gesagt, ich habe es mir nicht mehr angetan, das nochmal wieder aufzumachen nach dem Bau. Die Balkone, die übereinander liegen, der eine etwas weniger tief, sieht super aus. Ganz besonders gut gefällt mir das hier mit diesem Tintenfisch da hinten, mit diesen Verzierungen, Stacheln. Also das sieht derart abweisend und fantastisch aus. Finde ich richtig, richtig cool. Dann haben wir drei große Masten. Mit den Masten bin ich nicht zufrieden. Der hier ist noch relativ stabil, der hier ist völlig instabil. Also der reißt sofort ab. Der wird hier auch nur mit so zwei, mit diesen Gittersteinen festgemacht. Die halten einfach überhaupt nicht gut. Der hält auch nur so semimäßig. Also das wackelt wie sonst etwas. Also wie im Endeffekt windschiefe Bäume, die jederzeit umkippen können. Die Masten sind völlig in Ordnung. Die Segelaufhängung, die ist völlig in Ordnung. Die kann man so frei drehen an verschiedenen Stellen. Da werden die Segel im Endeffekt aufgezogen über Löcher. Bewährtes Prinzip, braucht man gar nicht mehr, finde ich. Als ich das Set aufgebaut hatte, das ist schon wirklich eine Weile her. Knappes halbes Jahr, würde ich sagen, ist es schon her. Da war es für mich eben so, da habe ich das hochgehoben, wollte es auf den Schrank stellen, um es erstmal dort zu lagern, bevor ich ein Review mache, sind mir zwei Masten direkt umgeknickt. Ich weiß nicht, woran das liegt, das sind ja Go Bricks, Mold King arbeitet mit Go Bricks, das funktioniert eigentlich weitgehend gut, meiner Erfahrung nach. Ich kenne so viele Mold King Sets noch nicht, da braucht es wahrscheinlich noch ein paar Jahre, bis ich einfach wirklich auch ein dezidierteres Urteil geben kann. Aber an dieser Stelle sei auf jeden Fall gesagt, dass die Masten nicht so gut funktionieren. Ich finde es auch nicht ganz so gut, dass der Mast hier versetzt gebaut wird. Warum ist das so? Normalerweise ist ein Mast ein Stamm, wenn man so möchte. Und die Stabilität entsteht ja auch dadurch, dass er als ein Teil bis an den
Boden des Rumpfes im Endeffekt heranreicht. Und da in den Boden werden ja dann häufig besonders schwere Sachen auch nochmal reingeschmissen, was weiß ich, alte Kanonenrohre oder sonst was, damit das Schiff eben auch stabil auf dem Wasser liegt. Und das ist hier leider nicht so gut gelöst worden. Diese Krähennester, diese beiden hier, da ist hier dann auch irgendwie so ein Brick Round. Verstehe ich nicht, warum das so ist, weil im Endeffekt kann sich da gar kein Mannequin jetzt hinstellen, wenn man einen dahin bauen will. Das finde ich ist nicht so gut gelungen. Die Takelage hier, die habe ich improvisiert, muss ich gestehen. Ich habe so ein paar Details weglassen müssen. Einfach, weil ich kein Freund von dieser Bindfaderei bin. Das ist fade für mich. Ja, also ich finde, ich kann nicht gut mit dieser Knoterei um. Und das stört mich so ein bisschen. Wenn du dir die Anleitung anschaust, dann siehst du, bitte den Blick werfen auf die Takelage, die seitlich abgespannt ist. Natürlich gibt es eine gewisse Stabilität, aber das habe ich mir gespart, einfach weil ich darauf keine Lust hatte. Sicherlich ist das dann stabiler und deswegen würde ich auch diese Nichtstabilität der Masten auch nicht allzu sehr negativ bewerten. Das wäre unfair und dem Ganzen dann vielleicht auch nicht gerecht. So, dann kommen wir nochmal zum Bug des Schiffes. Sehr schön ist hier dieser Baum, der nach vorne rausragt. Und dann haben wir hier einen Dorn im Endeffekt unten, der wird rangebaut. Der wird seitlich an beide Seiten mit so einer Konstruktion mit Balljoints, also diesen Kugelgelenken im Endeffekt, heißen die Balljoints? Jetzt bin ich schon wieder unsicher. Wird dann hier auch an den Seiten festgemacht, sodass etwas mehr Stabilität entsteht. Es darf aber nicht verhehlt werden, dass sowohl diese Konstruktion hier unten bei diesem Schiffsdorn, der cool aussieht, gerade weil das dieses Olivgrün ist, die Farbe habe ich total vergessen, es ist Olivgrün, es ist nicht Sandgrün. Ich möchte revidieren, was ich vorhin sagte. Es ist Olivgrün. Und wenn du mir jetzt reinschreibst, das heißt Sandgrün, dann weiß ich, dass du das Video nicht bis zu Ende geguckt hast. Ha. Also Entschuldigung bitte für die Falschaussage vorhin. Es handelt sich natürlich um Olivgrün. Und auch das hier ist nicht besonders stabil an dieser Stelle. Das sieht cool aus, weil man es auch so ein bisschen fast tierisch, also wie bei so einem Drachenschwanz oder so, ne, dass man das auch so unterschiedlich drehen kann und diese Dornen in unterschiedliche Richtungen zeigen können. Aber stabil ist das alles hier vorne nicht. Ja, filigran sieht es aus, sieht cool aus. Aber Stabilität ist natürlich dann wichtig, wenn man das dann, ja gut, das ist ja der obligatorische. Da ist jetzt was abgefallen, was eigentlich gar nicht sonst abgefallen wäre. Und im Endeffekt sieht es ja so ein bisschen aus, als hätte dieses Schiff Zähne. Ja, also einmal von unten, einmal von oben. Und wenn es dann auf einen zu segelt und man diese Flying Dutchman nicht gewohnt ist, dann wird man natürlich absolut in Angst und Schrecken versetzt. Und wenn dann noch die Kanonen sprechen, ja, dann ist es auch nicht mehr weit bis zum Sinken. Viele kleine Details, die ich jetzt auch gar nicht erwähne. Also man entdeckt auch an vielen Stellen wieder etwas. Wir haben hier zum Beispiel diese Feuer, die kann man dann auch so ein bisschen bewegen. Ich finde, das ist richtig cool gelöst, diese Feuerkörbe. Das macht schon echt was her. Dolles Ding. Ja, ein dolles Schiff. Richtig eindrucksvoll und viel zu entdecken. Gut. Ich glaube, wir können es an dieser Stelle belassen. Achso, es gibt ein kleines Ruder hinten. Das ist so klein, dass man sich fragt, ob das überhaupt funktionieren würde bei so einem kleinen Ruder. Ich bin ein großer Schiff-Fan. Ich bin Fan von Schiffen. Von. Nicht vom. Hier ist eine Tür. Die habe ich vergessen. Die geht nach innen. Sonst ist es, glaube ich, soweit in Ordnung. Abschließend, zusammenfassend, nochmal das Wichtigste. Ein über 3600 Stein starkes Geisterschiff mit sehr vielen Kanonen, mit einer wunderbaren Kombination aus Orange, Braun und Grüntönen in den Farben, mit sehr vielen Segeln, das habe ich gar nicht erwähnt, wie viele Segel das eigentlich sind, also es sind 11 Segel, soweit ich das jetzt hier sehe. Ich glaube, ich habe auch keins vergessen. Hier ist bewusst keins dran, also das gehört auch so vom Set her. Mit Takelage, zum Teil hier nicht montiert. Brickbuild-Kanonen, unglaublich vielen Details an sehr vielen Stellen, sowohl an den Seiten als auch am Bug und auch am Heck. Das macht wirklich ganz viel Spaß. Nachteile sind die teilweise doch stark vorhandene Filigranheit von einigen Aufbauten, insbesondere am Bug und was die Masten angeht.
Doch ansonsten ein toller Gesamteindruck, ein großer Bauspaß und einfach auch gute Teile. Gute, vielseitig nutzbare Teile, zudem eben hier displayfähig, weil dann auch der Displayfuß direkt mitgeliefert wird. Der ist auch wirklich stabil. Also ich finde, hiermit hat Moleking viel richtig gemacht. Und deswegen vergebe ich abschließend eine Bewertung von 4 von 5 Brickbärten. Die 4 deshalb, weil eben doch recht viel filigran ist, was mir oft abgefallen ist. Interessanter und erstaunlicherweise nicht in diesem Video, bis auf dieses eine Teil, das hat aber damit nichts zu tun. Und ansonsten ist es ein wirklich empfehlenswertes Set. Was sagst du zu diesem Set? Ich habe gesehen, bei YouTube, es wurde ja auch schon öfter besprochen. Ich habe es aufgebaut, ich habe gedacht, ich bespreche es auch noch, auch wenn es natürlich dann in gewisser Weise redundant ist. Bin mal gespannt, ob sich dieses Video Leute dann noch anschauen. Und bedanke mich dafür, wenn du bis hierhin zugeschaut hast. Und sage bis denn bei Brickbert. Und im Übrigen meine ich, dass wir mehr Burgen von Klemmbausteinherstellern benötigen.